willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Landwirtschaftssimulator 17. Mit dabei natürlich der Ash-Dragon. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Bio. Richtig. So, Alter, was ist jetzt los hier? Lass mal raten, wir haben nur einen Anhänger, oder? Ja. Ja, wenn jetzt zwei was ernten wollen, ist das schwierig mit einem Anhänger. Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber du musst ja auch erstmal alles holen, mal gucken. Ich stehe beim Shop. Achso, stehst schon. So. Das ist schlecht. Dann mietest du dir noch einen kleinen Hänger? Ja, ich miete mir jetzt einen Agro-Liner, der kostet 2008 Initialkosten. Ich mache die Zeit gleich ganz runter, die Zeit, damit wir hier keine, keine extra Sachen haben. So, wo konnte ich das hier hinbringen denn, wenn der voll ist? Wo ist die BGA? BGA ist, war auch noch nie gewesen. Ich hab's mir schon mal angeguckt, war schon mal da. Die ist da bei Feld 7, da oben, wo die Schweine sind. McLean Biogas Plant. Biogas. Ist alles auf Englisch hier. McLean Biogas Plant. Ja, oben da bei Feld 7 und 2 da oben. Wo die Schweine sind quasi. Also fährst du hier über Feld 14 hinten zur Straße raus, Richtung Bahnhof quasi. Mhm. Und dann, weil das musst du über den Berg rüberfahren, ist ja Blödsinn. Fährst du über 14 hinten raus, nach links, ne? Mhm. Auf die Straße da Richtung Feld 11 raus quasi, wenn die Straße einfach hoch geradeaus kommst du direkt hin dann. Ja, genau. Dann müsstest du dann Fahrsilos haben. Natürlich kannst du auch was, gern auch bei den Kühen, ist auch ein Fahrsilo, bei Feld 27 unten, ne? Da kannst du auch abschmeißen. Theoretisch. Na, noch hast du ja keine. Noch habe ich nicht mehr. So, jetzt habe ich einen Anhänger und einen Front Krautschläger und eine Erntemaschine gemietet. Das Ganze jetzt zu mieten, machen wir die Zeit jetzt auf 1, ja, weil ansonsten gehen die Mietkosten in die Höhe. Wegen Betriebsstunden und so weiter. Ne? Mhm. Der Traktor ist so bepackt gerade, ne? Der hat vorne den Frontlader dran, ja. Mhm. Die Frontgabel. Mit der Poltergabel und da hängt jetzt da drunter vorne noch der Krautschläger dran. Und hinten hänge ich jetzt noch das Mähwerk, also das Mähvorrichtung hier für die Rüben ran. Ich bin gerade voll bepackt, ich habe jetzt alle Andockpunkte, die dieser Traktor hat, hier bebaut quasi, ja. Und muss er durch? Ja, Packesel voll. Quasi. Da muss er durch. Einmal Packesel spielen. Muss man die Anhänger holen dann. Aber kannst du den alle gleichzeitig ziehen? Nee, ne? Nee, die Anhänger muss ich dann separat holen. Aber wie würdest du denn nachher ernten? Na, das Ding hat doch auch eine Überladefunktion. Das Ding hat doch einen kleinen Tank, hat's da drin. Ja, aber da muss ja einer mitfahren noch. Nö, ich fahre dann mit dem Hänger, mit dem Dinger halt dann zu dem anderen Anhänger wieder und lade da aus, wie du mit Mähdrescher auch machst. Ach so, stimmt, der konnte ja mal so ein bisschen so ein Bunker, bisschen was, ne? Hat er ja auch, so ein bisschen Bunker hat er ja auch. Zwar nicht viel, aber so ein bisschen kann er ja auch laden. Der ist gemietet, Leute, und dürfen wir nicht vergessen, der muss dann zurückgebracht werden, ne? Weil ansonsten zahlen wir uns dumm und dämlich für die Miete. Na, ich habe ja meinen gekauft hier. Also ich sag's einfach mal so, wir haben jetzt in etwa, also da ich jetzt den Anhänger mitgemietet habe, ne, haben wir jetzt in etwa 10.000 für die Miete bezahlt. Für die Initialkosten der Miete. Alter. Aber du weißt, bei Rüben kommt auch gut eine Menge raus. Ja, aber ne? ich weiß nicht, ob du das da wieder reinkriegst. Das wird sich zeigen. Bei Rüben. Das wird sich zeigen. Aber ja, kommt eine Menge raus bei Rüben. Ne? Und der Punkt ist nur, du hast den Traktor mit der Pflegebereifung, oder? Ja. Brauchst du den zwingend da? Nö, aktuell nicht, weil... Du brauchst halt nur einen mit Frontaufhängung, richtig? Na, mich wundert jetzt gerade, angeblich, ich habe hier noch 7% frei, bin jetzt hier eine halbe Bahn abgefahren und der hat nicht ein bisschen eingesammelt. Hm.
Weil an sich brauchst du ja nur einen Traktor mit Frontaufhängung. Genau. Weil dann würde ich überlegen, ob wir die Traktoren tauschen, weil wenn ich mit dem Krautschläger rüberfahre, weil ich ernte ja hinterm Traktor. Warte Na? mal, ich. Ansonsten haue ich mir die Nee. ganzen Gibt es Rüben ein weg. Problem schon wieder? Also das nächste Problem gefunden. Immer Dieses wieder schön, Probleme zu finden, ne? Spiel ist manchmal ernsthaft. Ich würde jetzt nur noch meinen Anhänger holen und dann würde ich gerne den Traktor dann tauschen, gegebenenfalls. Dann warten wir jetzt hier auf. Achso, naja, nee, warte, ich bin jetzt noch so nett und fahre nochmal zur Tankstelle. Wo war denn die? Da unten. In der Stadt. Ich muss ja eh auch in die Stadt, von daher. Willst du nicht den denn nehmen und vorher tanken? Naja, den tauschen wir gleich. Ja. Dann kannst du auch gleich abladen fahren bei der Ja. Biogasanlage oder so. So, nehme ich den Same und dann geht's los. Hui, er ist ja auch relativ flott unterwegs. Boah. Fährt er genauso schnell. Fährt den noch Mit diesem gut. Mini-Reifen sieht natürlich echt witzig aus, Sieht ne? Oh hässlich Gott. aus, ja. Das sieht so grässlich aus mit der Pflegebereifung. Vor allem, weißt du, mit diesem großen Dreck, hier, diesem Blech, weißt du, mit diesem Schutzblech quasi, ja? Riesig breite Schutzblech und dann diese schmalen Reifen da dran. Das sieht so geil aus. Was ich immer blöd finde, wenn man die jetzt umbauen würde, auf normale Reifen würde das Geld kosten. Ist ja okay, ja? Wenn ich die aber dann wieder auf Pflegebereifung zurückbauen Ja, würde, ich würde das finde. wieder Geld kosten. Und das finde ich falsch, weil der Punkt ist, ich habe die Räder doch da, ich habe die doch schon mal gekauft, ich muss die doch nur abbauen, die Ja, anderen anbauen. dass Sondern nämlich die so eine Räder wechseln Art quasi. Lager gibt, ne? Ja. Und die Räder quasi einfach hier an- und abbauen, so tanken. Ich werde tanken vergessen, wissen. Ja, irgendwann merkst du, wenn du nicht mal weiterkommst. Naja. Ja, wenn wir ein bisschen Rüben ernten. Weg So. da! Ihr Affen. Scheiß Autos überall. Speed Limit 35. Pff. So, tanke. Mal tanken bitte. Und damit machen wir das erste Mal hier im Landwirtschaftssimulator die Silos voll. Ohohohoho. Beim 17er jetzt, ja. Ja. Fahrsilo. Das erste Mal. Hier gibt es auch Schiebeschilder, ne? Ja. Also verdichtet man ja eigentlich auch durch drüberfahren oder verdichtet Du, man mit den Schiebeschildern? ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Wir werden es rausfinden, irgendwann. Das hängt man an einem Traktor an, oder was? Ja, vorne, genau. Hängst du vorne ran, dann kannst du das per Hydraulik auch hochheben und senken und dann. So, Füllstand Hexe gut 0. Okay. Dann werden wir mal. Das war wieder mit I öffnen, ne? Nee. Ja, mit Is abladen, ja, eigentlich. Hier abladen. STR, nee. Doch, hier, muss ich einfach Nee, hier. hier, nee, STRG, ich weiß, also, ich weiß nicht, ob du da jetzt über das Häufchen abladen musst quasi oder ob du da jetzt Also selbst kann ich jetzt hier nichts abladen. dann mach mal über Steuerung I Warte mal. und dann kannst du es halt auch definitiv abladen, aber dann tut er es halt einfach dahin kippen quasi, weil du kannst ja überall abladen mit Steuerung I, Ja, ne? also mit STRGI muss ich es machen. Und er füllt dann auch trotzdem, Ja, zeigt an, Hexe gut sowieso, ja? Okay, gut. Ich habe jetzt hier so einen Agroliner gekauft, ja, so den einen, den du liebst mit dem Doppelgelenk, ne? Hast du gekauft, richtig? Nee, Entschuldigung, ich habe ihn gemietet. Kaufen hätte ich gar nicht können, weil das Geld nicht dafür gehabt. Abladen Ich beenden. habe Ja, ihn. warte mal ganz kurz. Ja. Ja, du musst danach wieder zuklappen mit Steuerung Aber I. er klappt nicht zu. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber jetzt klappt er endlich mal zu. Ist ja der Wahnsinn. Das dauert man schon ein bisschen, bis er das macht. So, jetzt müssen wir verdichten. So, okay, jetzt kannst du weiter erzählen. Ich habe den mit Absicht in Weiß gekauft, ja, damit wir dran denken, quasi das, was weiß ist, in dem Moment, wo man es mit lackieren kann, das, was weiß ist, das ist nur gemietet, ja. Okay. Also der Anhänger ist in Weiß nur gemietet. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Boah, wir hängen. Sagt man doch Ja, nicht. wir hängen hier so ein bisschen fest. Das ist jetzt natürlich das. Da kam gleich ein Riesenschwall raus und jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Kannst du vorwärts rausfahren? Naja, doch, aber verdichten wollte ich's. Naja, verdichten brauchst du ja nicht sofort jetzt, oder? Natürlich. Bist Da du. wäre jetzt ein Schiebeschild sinnvoll. Ja, irgendwie schon. Sind die denn so teuer, die Dinge? Keine Ahnung. Aber die verkosten die, glaube ich, nicht. Schiebeschilder, es gibt zwei Stück. Das eine kostet 6,8, das andere kostet 7,5. Wir haben schon kaum Geld. Ja. Gut, könnte man auch mieten, aber. Oder zu viel mieten, ne? Nee. Also ich will mich jetzt nur ransetzen und ein paar Rüben ernten hier und.
Muss man auch überlegen, wo wir hier überhaupt Rüben hinkippen am Hof, ne? Ich mache das auf die altmodische Art hier. Wird schon irgendwie. Ja, wir haben ja offiziell keine Rübenlager, ne? Nee. Obwohl doch, jetzt zeigt hier keine Kartoffel und Rüben. Zeigt auch Lagerstand tatsächlich null an. Aber wo wäre denn hier Kartoffel- und Rübenlager? Aber wo zeigt er? Also, hier steht jetzt verdichten. Achso, ich kann das jetzt. Ach doch, ich glaube, das ist da, wo wir die ganzen Fahrzeuge unterstellen, ne? Ich weiß es nicht. Das kann sein. Aber wir stellen ja hier die ganzen Fahrzeuge unter, mit dem Meter schon unterm Dach hier, weißt du, und alles. Mhm. Ich glaube, da sollen die hin. Ich glaube, das ist dafür gedacht. Na gut, dann mache ich eine vielleicht frei, einfach und stelle dann, packe da spannend die Rüben rein. Ne? Tut die Kinds wangern, ja. So, Sam, jetzt darfst du mal Rüben ernten hier. Komm, machen wir mal neu machen. Freut er sich. Ich bin sowieso so ein Freund von erst Kraut schlagen und dann ernten. Weil Kraut schlagen geht mit 15 km/h schneller als das Ernten. Deswegen, fahr ich zwar zweimal rüber, aber egal, weißt du? Ja. Ich heiz jetzt quasi einmal mit dem Krautschläger rüber, hau einfach das ganze Kraut überall weg und dann ist gut. Also wir haben jetzt 37.000 drin, ne? Von Häckselgut. Warum geht denn das nicht? Warum schlägt denn das Kraut nicht weg? Pass auf, die Karte sagt mir, es ist noch nicht fertig, pass auf. Laut Karte ist der Kraut entfernen. Rot. Warum macht das nicht? Das Ding erst noch aufklappen oder so? Ne. Gesenkt habe ich es ja. Also ihr seht, der ist auch Spaß. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt mit so einem Schild jetzt wirklich einfacher geht. Das hätte man jetzt natürlich mal testen müssen. Also, weil so verbraucht das schon extrem viel Sprit. Irgendwelchen Gründen soll das Kraut gerade nicht wegmachen. Hast du auch den richtigen Krautschläger? Ja, ja, ich habe schon drauf geachtet, dass ich den richtigen kaufe. Ich kann gerne nochmal nachgucken, aber. Gemietete Fahrzeuge. So. Dieser Krautschläger dient das, entfernt das Kraut, bevor die Zuckerrüben geerntet werden können. Mhm. Ja, das ist der für Zuckerrüben. Musst du den vielleicht noch tiefer setzen oder sowas? Den senken? Ne, gesenkt habe ich ihn ganz normal über V halt. Das Häcksler anschalten. Ich habe nur anschalten, heben und senken. Ja, das reicht dafür nicht. So ist jetzt 100% verdichtet, aber ich kann die. Also es gibt hier nicht irgendwie so eine Anzeige, wo man. Wie voll ist denn der? Prozenttechnisch. Gar nichts, steht nicht da. Ach doch, hier sieht er zudecken. Ah. Steht einfach da, also du kannst, egal was für eine Menge wahrscheinlich du drin machst, also jetzt sind 37.000 drin. Okay. Da geht noch was, Jungs, da geht noch was. So, unseren Hänger natürlich wieder mitnehmen. Er häckselt nicht. Ich weiß nicht, warum er gerade nicht häckselt. Entweder häckselt er nicht, weil das Feld noch gar nicht fertig ist, obwohl er es mir fertig anzeigt, oder was machen denn die Sonnenblumen? Fangen wir da mal ein bisschen näher ran, wir können ja durchfahren mit den Pflegebereifungen. Ne, die sind auch fertig, die Sonnenblumen. Hm. Bei Ernten kann ich es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht trotzdem. Dann würde mir bestimmt sagen, wie das Kraut wohl entfernen. Wahrscheinlich, ja. So, klappt mal auf die Kiste. Central Transport Hub. Was haben wir hier? Jetzt Erntemaschine anschalten, Erntemaschine senken. Rohr ausfahren haben wir natürlich noch. Also Rohr in Anführungsstrichen, so hier im Vorderband. Mhm. Aber so. Können wir erstmal einklappen, brauchen wir jetzt nicht. Also senken, einschalten. Ach, jetzt zeigt er mir an plötzlich, dass es doch noch nicht fertig ist. Jetzt hat er gerade eine Wachstumsstufe runtergesetzt. Jetzt, wo ich mit dem Mähteil rüberfahren wollte. Und mit dem Ernteteil. Okay. Hat natürlich mit den Rädern hinten erstmal sofort ein bisschen Frucht zerstört, wa? Ja. Von dem Anhänger, ne?
Naja, ich fahre jetzt hier auch dran vorbei und da springt eine komplette Stufe zurück hier. Ja, das hat er bei mir nicht gemacht. Ich konnte hier rüberfahren, wie ich wollte, hat dann nicht zurückgesetzt. So, da fahrt ihr in der nächsten Folge mit dem Ice Dragon. Die Genau. Folge ist zu Ende. Wir bedanken uns, wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns natürlich hoffentlich in Altersfrische nächste Woche bei unseren anderen Projekten hier natürlich wieder auf Microhazard TV. Sagen Dankeschön fürs Zugucken, ciao, tschüss und Bis zum nächsten Mal. tschüss. Tschüss.